Papp, den wann den am Oberheim kommst, den hat dann immer schon ein bisschen urig Geruch. Das war ein Geruch, den dann eben schon bis an zwei kommst. Und das ist ein Geruch, den ich heute noch immer ganz appreciere, weil man eben auch schon wie immer an die guten Zeiten erinnert. Und genau dieser erste Geruch riecht nicht alle Mäuer, wenn dann nicht Lehrer kommen. Das freut mich einfach. Wenn ihr so guckt, das Reitmaterial, das wir benutzen, und dann das Resultat, das dann noch rauskommt, das kann nur 2 Stunden und nach Hause sind nur 40 Stunden. Das ist einfach die Mäh und die Verantwortung, die die Person hat, für das Stück zu machen, die ist einfach immens. Und dann sind wir einfach stolz auf das, was du rauskommst. Die Leute auf der Maschine sitzen, die einfach so hoch qualifiziert sind und noch die Experienz haben, für Stecker herzustellen, die andere Leute nicht tun. Und da sind die Gesellschaften dran, die wahrscheinlich nicht so vermuten am Handwerk. Mit 3 Techniker, davon sind da 2 aus dem Atelier direkt an das Büro kommen. Das bedeutet, du bittest aber ein Karrierestrap, die kann er abklammen, auch an einem Atelier. Das bedeutet, wenn er sich gut entwickelt, wenn er nötig Wissen hat und auch die nötige Disziplin für verschiedene Sachen durchzuziehen, die können auch Techniker gehen, die können auf das Atelier gehen. In den Auszucken, warum steht hinab. Da geht es nach zwei Minuten Urgenzen, wenn eben Steck während der Produktion futtig geht und die Maschine steht, dann muss gehandelt werden. Da geht nicht allein die Wege gerechnet, da geht auf den Techniker gerufen, Steck als futtig, ein Operateur hält dann ab, man sieht die Arbeit, die am Gang zu machen, für die Klienten so schnell wie möglich zu servieren. Wenn du oben kann, dann weißt du, dass ein Klient zufriedengestellt wird, dass er von der Restsatisfaktion nicht geht. Meer van het handwerk op hensap.lu.